Gauner seid ihr alle, Betrüger. Jede Woche haben wir in unserer Stadt einen neuen Wundertäter, der das Blaue vom Himmel runterlügt. Am Sonntag stand einer vor der Kirche, der sagte, dass uns allen der große Komet auf den Kopf fällt. Mir jedenfalls ist der Komet bis jetzt noch nicht aufs Hirn gefallen. Dafür ist ja was anderes auf dein Hirn gefallen. Ja, wir hatten schon mal einen hier, der war ganz genauso wie ihr. So, das glaube ich nicht. Betrüger gibt's viel, aber ich bin keiner. Die holen das Gold einfach aus ihrem Ärmel, das kann jeder. Du auch. Ich? Dass ich nicht lache. Ich bin Schmied, das langt mir. Von wegen Gold. Und noch dazu aus dem Ärmel. Komm, ich zeig's dir, das ist wirklich nicht schwer. Nein, 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 fass mich nicht an. Ich tu dir ja nichts, pass auf. Lass mich in Ruhe. Na klar hat er Angst. Er denkt, ihr verwandelt ihn in einen Esel. Schau, ich hab nichts in meinen Händen. Und jetzt pass auf. Sator arepo tenet opera rotas. Das ist doch wirklich Gold. Das ist Maria, ein richtiges Goldstück. Glaubst du mir jetzt, dass du auch Gold machen kannst? Das ist Betrug, das will ich noch einmal sehen. Nein, nein, nicht nochmal, nicht nochmal. Wo hast du das Goldstück hergeholt? Das will ich noch einmal sehen, aber nicht mit dem Dicken. Vielleicht steckt ihr unter einer Decke. Die Beine unter einer Decke. Hey, du da mit deiner Nase. Komm doch mal her. Soll ich dir auch ein Goldstück aus deiner langen Nase ziehen? Aus meiner Nase? Ja. Heilige Jungfrau, an meine Nase kommt keiner ran. Doch, doch, wir wollen es sehen. Nein, ja. Los, fangt schon an. Nein. Ja. Sei still. Nein. Zeig mal her, das glaube ich nicht. Der Kerl ist mit dem Teufel im Bunde. Sag mal, Teufel, das ist dasselbe Goldstück wie vorhin. Es ist alles Blendwerk. Das ist ein Taschenspieler. Er hat recht, das ist alles nur Taschenspielerei. Taschenspielerei? Das ist mir zu hoch. Entweder du bist ein Betrüger oder du bist keiner. Ich wollte euch nur zeigen, wie euch die anderen Alchemisten betrügen. Sie täuschen euch, mit diesen Kunststückchen legen sie euch herein. Ja. Und was macht ihr? Ich habe das nicht nötig. Meine Methode beruht auf den Wissenschaften, den Geheimnissen der Natur, der Alchemie. Niedere Materie in eine höhere zu verwandeln, dass der Natur ihre Geheimnisse entreißen, das ist es, was mich... Wo ist denn mein Goldstück? Hey, da hängt dein Goldstück. Lauf, zauber dir ein neues. Hol dir doch selbst eins aus der Nase. Ach, pack du es. Ja, aus dem Hinterkopf. Dafür habe ich 10 Jahre studiert. Kein Wunder, dass der Rat taube Ohren hat für die Wissenschaft. Hier sind die Listen aus dem Lager. Leg sie drüben hin. Euer Vater hat gesagt, ihr sollt sie heute noch nachprüfen. Ja, ja, schon recht. Leg sie drüben hin. Zu den anderen Listen? Wohin du willst. Irgendwohin ist es mir gleich. Gott verdammt mich. Was hast du, Karl? Satt hab ich's. Langweilen tut's mich. Zahlen, Listen, Preise. Ist eine Schande, seine Zeit damit zu vergeuden und sich die Augen zu verderben. Ich taug nicht zum Krämer. Ja, ich weiß, das sagst du immer. Heute ist es wieder besonders schlimm. Ich verrechne mich dauernd. Ich denke immer an etwas anderes, nur nicht an diese gottverdammten Zahlen. Vielleicht seid ihr verliebt, Herr. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Sag mal, was hast du mit deiner Nase? Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich wurde aufgehalten auf dem Marktplatz. Aufgehalten? Lüg mich doch nicht an. Wer soll dich denn aufhalten? Jemand hat mir Gold aus der Nase gezogen. So, Gold aus der Nase. Du hast dich doch nicht bestehlen lassen. Heilige Jungfrau, nein, ganz im Gegenteil. Da hat er mir ein Goldstück rausgezogen. Und dass ich vorher keines drin hatte, das weiß ich ganz genau. Da hat man dich wieder einmal reingelegt. Das war einer von diesen Betrügern. Nein, nein. Keiner von denen. Ein Betrüger war er nicht. Das hat er selber gesagt. So, hat er das selber gesagt? Es war der Alchemist. Welcher Alchemist? Der, von dem jetzt so viel erzählt wird. Der schon ein paar Wochen in der Stadt ist. Und der vom Rat einen Vertrag haben wollte. Ach, der. Vater hat mir schon einmal von ihm erzählt. Er wollte Geld vom Rat, um Gold zu machen. Aber gekriegt hat er nichts. Natürlich nicht. Wo ist er jetzt? Auf dem Marktplatz, sagst du? Ja. Den Burschen wollte ich mir schon immer mal aus der Nähe ansehen. Und die Abrechnungen? Hat Zeit bis morgen. Ich kriege heute doch nichts mehr hin. Vielleicht kann der Bursche noch ein bisschen mehr als den Leuten das Geld aus der Nase ziehen. Gold!
Gold. Gold. Hier ist der Mondberg und hier auf deiner Herzlinie ist ein Quadrat, als hätte es der große Meister Euklid selbst in deine Hand geschrieben. Wie schön. Komm her jetzt. Ja, sag, was seht ihr noch? Soll ich es dir wirklich sagen? Diese Linie ist von großer Harmonie, wie die Sphäre, verstehst du? Das macht nichts. In deiner Hand steht, dass dein Leben vielleicht nicht sehr lang sein wird, aber ein schönes Leben wird es sein. Mit übergroßer Leidenschaft und es wird einer kommen, der ganz anders ist als alle anderen, die du kennst. Und sehr bald wird das sein. Seinem Geschick kann man nicht entfliehen. Man kann nicht vermeiden, wie die Sterne wollen und wie es in der Hand geschrieben steht. Hey, langsam, langsam, nicht zu heftig. Ihr seid also der Alchemist. Ich habe von euch gehört. Was habt ihr von mir gehört? Was man eben so hört. Die Leute reden viel. So ist es. Was wollt ihr von mir? Ich? Nichts weiter, nur eine Frage, wenn ihr erlaubt. Frag. Wenn ihr der Alchemist seid, wie ihr sagt. Glaubt ihr es nicht? Wenn ihr einer seid, dann kennt ihr doch sicher die Theorien über das Wesen der Natur. Ich denke schon. Warum fragt ihr? Ihr glaubt mir wohl nicht. Kennt ihr auch die Schriften des Trithemius? Über die stoffliche Einheit der Metalle aber ja. Vertrauen gesagt. Das stimmt alles nicht, was der unglückliche Trithemius da geschrieben hat. Wieso denn? Man hat ihn längst widerlegt, den Trithemius. Und Aristoteles hat man den auch widerlegt. Aristoteles? Das ist ganz etwas anderes. Glaubt ihr nicht, dass dies der falsche Ort ist für einen Diskurs über die Wissenschaften? Der Wein beflügelt die Fantasie, sagt man. Kommt. Wenn ich daran denke, könnte ich wahnsinnig werden. Überall sitzen sie, die Neider und Scharlatane der Alchemie. Alles haben sie mir genommen. Die schönsten Früchte meiner Arbeit. Eine glänzende Zukunft in den Wissenschaften lag vor mir. Alle kamen zu meinen Experimenten. Und jetzt? Ich danke euch. Und jetzt sitze ich hier im Norden, hinter den großen Nebeln und mich friert. Immer. Nirgendwo finde ich einen Ort, in dem ich in Ruhe sein und denken kann. Überall diese erbarmungswürdigen Kreaturen. Tod und Verderben, diese nichtswürdigen Schweinen. Das ist gegen die Neider. Das bricht ihre Kraft. So sagt man. Aber das hilft auch nichts. Gegen den Neid kann man nichts ausrichten. Aber warum habt ihr so viele Neider? Wenn sich Quecksilber und Schwefel und ein drittes vermehlen, dann zeugen sie Gold. Gold. Und wenn einer dieses Geheimnis gefunden hat, dann lebt er gefährlich. Sein Leben ist nichts mehr wert, versteht ihr? Nichts mehr. Nicht die Geldgier und die Raffsucht. Dafür bringen sie einen um. Ich mache mir nichts aus dem Gold. Ich will die Erkenntnis. Ich will die Natur überlisten. Versteht ihr? Das Geheimnis finden. Den Stein der Weisen. Ich will in meinen Gläsern und Tiegeln das herstellen, was sonst nur die Natur kann. Im Innern der Erde. Es ist ein alter Traum. Und ich bin ihm auf der Spur. Gold machen. Aus Quecksilber und Schwefel. Aber wenn ihr Gold machen könnt, warum bittet ihr dann den Rat der Stadt um Unterstützung? Der Rat? Ein Haufen leerer Hirne. Sie sind zu dumm. Sie begreifen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Aber warum ich? Ja, soll ich euch sagen, warum? Die Wahrheit? Ich brauche Geld. Wer braucht das nicht? Wisst ihr, was das heißt, jahrelang einem Traum nachzujagen? Immer kurz davor zu sein? Und dann fehlen einem die Mittel, ein paar lumpige Dukaten? Glaubt mir, da würdet ihr noch ganz andere Sachen tun, als tölpelhafte Ratsherren um Geld zu bitten. Für das große Experiment, da würdet ihr betteln gehen. Ihr Kaufleute nennt das einen Teilhaber, was ich suche. Wie viel Geld braucht ihr? Elixiere, Stoffe, Geräte, vielleicht 50 Dukaten. Und welche Sicherheiten könnt ihr geben? Kennt ihr das Haus vor der Stadt beim alten Tor? Dort arbeite ich im Verborgenen schon viele Wochen. Kommt übermorgen nachts. Ich werde es euch beweisen. Ich hab dich lieb und du gefällst mir. Aber du bist ein Dummkopf. Seit wann ist man ein Dummkopf, wenn man sich für die Alchemie interessiert? Da kommt irgend so ein Kerl daher und setzt dir ein Floh ins Ohr. Und du kannst an nichts anderes denken als an Sal und Stupor. Das heißt nicht Stupor, sondern Sulfur. Komm, fang an. Das ist alles Unsinn. Und davon verstehst du nichts. Pass auf, dass der Vater nichts davon erfährt. Ich weiß. In der Stadt wimmelt es von Barbaren. Sie haben nichts anderes im Kopf als... Und was hast du im Kopf? Du weißt, der Vater will einen Kaufmann zum Schwiegersohn. Und ich bin seine einzige Tochter. Ich habe mich mit der Alchemie beschäftigt. Ich weiß genügend darüber. Stell dir vor, Anna, das Experiment gelingt.
Dann sind wir reich, dann können wir heiraten. Dann kann ich mich ganz den Wissenschaften widmen. Ich habe von einem Mann gehört, der Gold machen wollte. In Rostock war das. Flammen sind aus seinem Haus geschlagen. Der Teufel hat ihn geholt und er hat fürchterlich geschrien. Geschwätz der alten Weiber. Lass uns nicht streiten. Du bist dran. Ich will doch nicht mit dir streiten, Karl. Wie sähe das erst aus, wenn du wirklich mit mir streiten würdest? Komm, spiel jetzt, du bist dran. Hör zu. Ich will mit dir reden und du denkst nur ans Schach. Aber ich höre dir doch zu. Ich rede doch mit dir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Komm, ich zieh für dich, schau mal. Karl, wenn du so mit mir sprichst, dann denke ich immer, dass du mich gar nicht... dass es dir gleichgültig ist, was aus uns wird. Du weißt, der Vater will einen Kaufmann und du denkst nur an deine Philosophien und deine Universität. Das macht mir Angst. Das wird uns bestimmt auseinanderbringen. Aber das hat doch mit uns beiden nichts zu tun. Doch. Wenn du unbedingt zur Universität gehen willst, dann bleib am besten gleich weg. Ich weiß, wie es dazu geht, auf der Universität. Ein wüstes Leben. Und Mädchen, die nur daran denken, also wie sie... Also das ist es. Ich dachte, du seist eifersüchtig auf meine Philosophen. Dabei sind es ganz einfach die Mädchen. Du gönnst sie mir wohl nicht, was? Karl? Du wirst diesen Kerl nicht wiedersehen. Wen? Diesen Alchemisten. Vielleicht. Versprich mir, dass du ihn nicht wiedersehen wirst. Warum denn? Schau mich an. Versprich es mir. Ja, schon gut. Ich verspreche es. Wer ist da? Ich bin es, Karl Melcher. Ich komme ja gleich. Ich komme ja schon. Ah, da seid ihr ja. Ich habe mich verspätet. Der Weg hierher. Ich habe es nicht gleich gefunden. Ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr. Ich bin eingeschlafen. Lebt ihr schon lange hier? Im Verborgenen müssen wir arbeiten. Fern von den Blicken der anderen. Das ist die erste Regel. Ich muss immer auf die Feuer achten. Sie dürfen nie verlöschen. Holzkohle, Sägemehl und trockener Taubenschiss. Pferdemist, warum denn das? Der Mist gärt und entlässt dabei so viel Wärme wie eine Henne, die ihr Junges ausbrütet. Der Eisensafran wird schon 7 Tage so erwärmt. Die Kräfte der Natur selbst. In diesem Tiegel wird sich die Umwandlung vollziehen. Es euch erklären. Hier. Mach aus Mann und Weib einen Kreis. Der Mann ist der Schwefel, das Weib das Quecksilber. Feuer, Luft, Wasser, Erde. Und wenn der Geist des Menschen sich verbindet mit den Kräften der Natur, dann... Oh, Moment, da ist irgendwas im Gange. Wo seid ihr? Was ist? Heilige Mutter Gottes, euch ist doch nichts passiert. Mein Bein. Nicht anfassen, es tut weh. Was ist mit eurem Bein? Den Branntwein. Es kommt vom Sparen. Die Elemente waren nicht rein. Hilf mir. Ich die ganze Nacht. Es ist in ein Fluch, ist über mir. Pest vom Schwefel, der Teufel soll dreifahren, der Siebenschwänziger! Ist ja nicht so schlimm, Sie haben noch Glück gehabt. Meine Fiolen, der Schwefel, die Stoffe, alles ist hin. Mir ist übel. Ihr seht mal nach in dem Tiegel, es muss gelungen sein, ein Teil wenigstens. Das sieht aus wie Gold.
Tatsächlich. Das ist Gold. Ihr habt recht gehabt. Wir werden es prüfen lassen. Ihr freut euch ja gar nicht. Doch, aber ich wusste ja, dass es gehen würde. Nur, dass dabei alles andere zerstört würde. Was machen wir denn jetzt? Ach, geht nach Hause. Und was wird mit euch? Ich kann euch doch hier nicht liegen lassen. Ach, kümmert euch nicht um mich. So könnt ihr nicht bleiben. Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ich nehme euch mit zu uns. Ach ja, naja, meine Sachen, meine Habseligkeiten. Ja, was ist denn? Ja, ich komme ja schon. Um die Zeit, wo alles schläft. Na und wenn schon. Oh Gott, das will Herr Karl, wie seht ihr denn aus? Weck nicht alle auf, mach Wasser heiß. Wir müssen ihn waschen und verbinden. Heilige Maria, was ist geschehen? Ein Unglück ist uns passiert. Kein Unglück. Ein Experiment. Oh, das Experiment kenne ich. Ihr seid wohl unter einen Brandweinfass gekommen. Hör auf damit, hilf lieber. Wir bringen ihn nach oben. Müsstet ihr nicht erst euren Herrn Vater fragen? Er ist Magister von der Universität von Salamanca. Der Vater muss sowas entscheiden. Willst du ihn sterben lassen? Kommt, schafft mich hinaus auf die Straße. Ich will euch keine Ungelegenheiten machen. Wollt ihr, dass er draußen stirbt? Ach, Karlen, übertreib nicht. Komm. Der Prüfer sagt, es ist reines Gold. Habe ich es nicht gesagt? Alles wäre gut gegangen, wenn ich reine Stoffe gehabt hätte. Ich werde dafür sorgen, dass ihr das nächste Mal mit reinen Substanzen arbeiten könnt. Ich werde bald wieder soweit sein, aber bewahrt Stillschweigen und erzählt niemandem etwas, auch eurer Familie nicht. Wir werden es schaffen. Was denn? Was denn? Na, wohin mit dem Essen? Zu unserem Gast? Komm her, Katrin. Lass sehen. Na. Lammfleisch, Fasan? Na, er verträgt wohl nicht, was alle anderen essen. Hm? Er hat gesagt, dann wird er rascher genesen. Das hat er gesagt. Ein junges Lämmchen sei gut für den Kreislauf der Säfte. So hat er das gesagt. Er versteht was von solchen Dingen. Er war auf der Universität. Ja. Ist das hier eigentlich eine Herberge? Er ist krank. Es ist unsere Christenpflicht, ihm zu helfen. Ja, ja, Christenpflicht. Der Karl aus Augsburg, der Betrüger, war das auch Christenpflicht? Deinen Bruder hätte er fast umgebracht. Du solltest inzwischen gelernt haben. Sollen wir ihn vor die Tür setzen? Hm. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht schicke mit seinem Bein. Da können wir nicht rauswerfen. Na, so schlimm scheint es mit seinem Bein nicht zu sein. Ich habe gestern Nacht Schritte in seiner Kammer gehört. Entweder war es selbst oder es war jemand bei ihm. Wer soll schon bei ihm gewesen sein? Na, ich war's nicht. Was willst du damit sagen? Nichts. Der Kerl messert sich auf unsere Kosten und meine Söhne werden zum Gespött der Stadt. Vater, das ist nicht wahr. Ach, was meinst du, wie man lacht im Rat, dass der Kerl bei uns herumliegt? Wir haben ihn hinausgeworfen, weil er ein Scharlatan ist, aber wohnen tut im Hause des Bürgermeisters auf unsere Kosten. Ich bitte euch, Vater. Ich will den Kerl nicht mehr unter meinem Dach haben. Und damit Schluss. Ach, Svea, bitte bring die Kleine nach oben. Ich glaube, sie ist müde. Faulköpfe. Pfeffersäcke. Warte, du Geizhals, du sollst nicht umsonst gejammert haben. Solange du bei mir die Beine unter den Tisch streckst, fügst du dich. Was habe ich denn Unrechtes getan? Der Kerl kommt aus dem Haus, sobald er wieder laufen kann. Alchemist! Schränke aufbrechen.
lernt man das auf der Universität? Na, ist das die große Wissenschaft? Das hat doch nichts mit der Universität zu tun. Ach. Hier, das hat er wohl wieder verloren. Ach, das da. Solange ich hier etwas zu bestimmen habe, ja, kommst du mir auf keine Universität, das sage ich dir. Als ob die Universität was dafür könnte. Ja, da lernt man es. Hm. Experimente machen, Schulden, Leute betrügen. Saubere Freunde hast du. Ja, ja, die Wissenschaft. Oh, halt's Maul, wo stehst du hier herum? Ich wollte... Geh an die Arbeit. Und ihr habt wohl auch nichts zu tun, was? Ja, ja. Ja, 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 also. Die wirklich wertvollen Sachen sind ja noch da. Na ja. Und Karl hat bestimmt gelernt. Na, hoffentlich. Vielleicht wäre es wirklich besser, er geht einige Zeit fort. Was, auf die Universität? Da wären die Scherereien ja noch schlimmer. Er würde sich dann auch von Anna trennen müssen. Und das kommt dir doch nicht ungelegen, oder? Nein. Und das nicht, aber ich... Schau, wir könnten dann Stieg auf dieselbe Universität schicken. Karl könnte dann auf ihn achten. Und bei Stieg hast du doch nie etwas dagegen gehabt. Na ja, also bei Stieg ist das auch nicht so schlimm. Bei dem kann die Universität noch nicht so viel verderben. Und Karl kannst du nicht zwingen, gegen seinen Willen im Kontor zu stehen. Doch, natürlich kann ich das. Ein Mensch hat hier Maus zu sein. Wenn er nur von der Universität träumt, wird er nie gern im Kontor sein. Wenn er erst einmal die Universität gesehen hat, kommt er von selbst zurück. Glaub mir. Knut. Meinst du? Na ja, vielleicht hast du recht. Soll er hingehen, es soll den Kleinen mitnehmen. Soll er sich die Hörner abstoßen. Vielleicht wird er doch noch mal Kaufmann. Und den Alchemisten soll der Teufel holen. Gold wollte der machen. Und mit dem Silber ist er auf und davon. Meine Methode beruht auf den Wissenschaften, den Geheimnissen der Natur, der Alchemie. Niedere Materie in eine höhere zu verwandeln. Ich habe das studiert, im Gegensatz zu anderen, die euch alles Mögliche erzählen. Glaubt ihr, hier in Delft hat es noch nie Gauner und Scharlatane gegeben? Leute, die behaupten, sie könnten euch ein Goldstück aus der Nase ziehen. Dabei ist alles nur ein Trick, ein Taschenspielertrick. Das hat nichts mit den Wissenschaften, mit den wahren Wissenschaften und der Alchemie zu tun. Ich werde es euch beweisen. Komm mal her. Das ist Ari, oder? Ja. Du machst gut, ja. Nein, das ist Trüppel.